Stärker in dieser Phase wurde der Italiener Vittorio Brambilla. Auch er überholte Lauda und Hans, und als schließlich die Abbruchflagge herauskam, war Vittorio Brambilla völlig überraschend der Sieger des Grand Prix von Österreich. Vor lauter Freude zerknitterte er anschließend die Nase seines March an der Leitplanke. Der erste Grand Prix-Sieger, der seinen Boliden nach der Zielflagge zu Schrott gefahren hatte. Die Verhältnisse waren lebensgefährlich und unfahrbar geworden. Und ausgeschiedene Piloten hatten bei der Rennleitung urgiert, dieses Rennen doch endlich abzubrechen.